Hier ist Amit, 26. Guten Morgen, Amit. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Lieber Amit, hallo. Erzähl deine Geschichte zum Thema Lebensrettung. Also, es war so, zu meinem 17. Lebensjahr, ich bin jetzt 26 und zu dem 17. Lebensjahr, also als ich 17 war, hatten wir eine Pizzeria bei uns in der Stadt, also meine Eltern. Und mein Onkel, der ist dann dieses Pizzataxi gefahren, um dann diese ausliefern. Ja. Und ja, und dann bin ich immer gerne mitgefahren, weil ich immer Autos geliebt habe. Und es war schon dunkel geworden, also wirklich duster. Und wir wohnen ländlich, in einer ländlichen Gegend. Mhm. Und wir sind dann über eine Straße gefahren, über eine Hauptstraße, wo dann auf einmal so ein kleiner Bahnübergang gekommen ist, wo die Züge halt langfahren. Und das ist sehr klein gewesen, dieser Bahnübergang. Und wir sind dann da drüber gefahren, langsam natürlich, weil das dann immer so ein Rubbel war. Ja, und dann habe ich auf der rechten Seite, weil man so aus Zufall nach rechts und links guckt, habe ich dann eine kleine Leuchte auf dem Boden gesehen, also an den Schienen. Mhm. Und dann hatte ich zu meinem Onkel gesagt, er sollte mal bitte wieder zurückfahren, weil da lag irgendwas auf dem Boden, das geleuchtet hat. Mhm. Auf dem Schienen, da hat er mich erstmal für verrückt erklärt. Er sagt, ach Quatsch, das war irgendeine Lampe, ja. Und dann sind wir letztendlich zurückgefahren. Mhm. Haben dann geschaut und dann haben wir ein ganzes Auto auf den Schienen stehen sehen. Ach. Ja. Ein ganzes Auto, das konnte man vorher nicht sehen beim ersten Mal. Nein, weil Sie müssen sich jetzt, du musst dir das vorstellen, das ist so ein ganz kleiner Bahnübergang, also auch eine sehr enge Straße, also mitten auf der Landstraße. Mhm. Und das Auto, also die Frau ist mit den Reifen etwas abgekommen. Da war kein Schutz oder sowas rechts und links. Mhm. Da waren nur kleine Schranken, die sind aber dann vor der Straße, ist ja klar. Mhm. Die ist dann zu weit rechts gefahren, die Dame. Ja. Und ist dann mit dem Auto abgekommen und dann auf den Schienen gelandet. Das heißt, die ist genau. Auf oder an den Schienen auch hängen geblieben? Ja, mit dem Auto. Mit dem Auto. Okay. Genau. Also die Reifen auf einer Seite standen etwas abseits von den Schienen, aber die andere Seite war dann ein bisschen höher so. Mit den Reifen, weil der da schief stand. Ihr seid zurück, genau. Ihr habt das gesehen, dass ein Auto steht. Was habt ihr gemacht? Also wir haben dann einfach unser Auto dann mit Warnblinkanlage dann stehen lassen. Mhm. Und und sind dann rübergerannt, um zu gucken, ob da jemand noch drin sitzt oder so, was da los ist. So, ja, da wäre meine ersten Gedanken wären, entweder ist das jetzt gerade ein Unfall, ein Unglücksfall, oder diese Person will sich das Leben nehmen. Richtig. Das waren gemischte Gefühle bei mir, aber auch ein bisschen zu stressig, da nachzudenken in dieser Situation, sage ich mal. Oh, okay, ihr seid sicher hingerannt und habt die Tür aufgerissen, oder was habt ihr gemacht? Genau. Wir haben aber vorsichtig gehandelt, weil es könnte ja alles passieren. Mhm. Ja, mein Onkel ist dann hin und hat die Fahrertür geöffnet. Mhm. Und da saß eine alte Dame drinne, also eine sehr alte Dame, und sie war übergewichtig. Mhm. Übergewichtig, ja. Und sie hatte das Lenkrad richtig festgehalten mit aller Kraft und hatte keinen Blick, also keinen Augenkontakt zu uns gehalten. Das heißt, die war im Schock, dass sie da hingeraten war, oder wie? Genau, das hatten wir, also das vermute ich mal. Ja. Ne? Das heißt, ihr konntet sie nicht schnell rausholen aus dem Auto? Nein, das ging nicht. Also sie hatte da schon gewaltige Kraft gehabt. Aber sie hatte nicht gesprochen zuerst. Sie hat saß steif da und hat sich festgekrampft am Lenkrad und hatte mit keinem geredet und keinen Augenkontakt. Währenddessen wäre ich jetzt schon im Hochstress, weil ich denken würde, vielleicht kommt da gleich ein Zug. Genau. Ja, wie habt ihr die Frau inklusive Auto dann von den Schienen wegbekommen?
Also inklusive Auto ging nicht. Ich bin dann auf die andere Seite gelaufen, auf die Beifahrerseite. Ich hatte vorher Angst, irgendwas zu machen, weil ich nichts falsch machen wollte. Mhm. Und mein Onkel hat versucht, verbal mit ihr zu sprechen. Und ich bin auf die Beifahrerseite und habe dann die Tür aufgemacht und habe den Anschnallgurt, also diesen Klickmechanismus, genau, den habe ich dann gedrückt, ja. Und den Anschnallgurt dann, der ist dann von alleine dann hochgesprungen, also ab von ihr. Mhm. Und dann bin ich dann wieder zu meinem Onkel rum, auf die Fahrerseite. Und dann haben wir sie mit aller Gewalt aus dem Auto gezogen. Und währenddessen hat sie nicht gesprochen? Nein. Und sie hat sich auch nicht... Doch. Entschuldigung. Sie hatte einmal erwähnt, dass sie will nicht oder sie möchte nicht. Das hat, sowas hat sie gesagt. Aha. Ein, zweimal, sie möchte nicht und sie will nicht. Ah. So, und ja, genau. Das hat sie gesagt. Aber das deutet ja darauf hin, dass sie bewusst auf den Schienen war. Wollte sie sich das Leben nehmen? Davon gehe ich aus, weil danach haben wir nämlich einen Brief, einen Dankesbrief bekommen, mhm, von der Dame. Mhm. Total förmlich und alles da so mit vielen, vielen Dank und super Lebensretter und so welche Sachen von ihr geschrieben. Also, ihr habt die Frau dann rausgezogen aus diesem Auto. Genau. Wie kam denn dann das Auto von der Schiene? Gar nicht. Ja gut, was heißt gar nicht? Was habt ihr gemacht? Also, ihr müsst doch dann die Polizei anrufen oder die Feuerwehr. Wir haben die Frau, wir haben die Frau rausgezogen, mhm, und haben den schnellsten Weg gesucht. Also wir haben auch die Lichter von dem Zug schon gesehen. Die waren aber schon so, also der Zug hat sich nicht direkt genähert. Also es war so, man hat die Leuchten gesehen von dem Zug, aber irgendwie kam das auch nicht mehr so so schnell auf einen zu oder so. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Mit dem Auto schon. Mit dem Auto schon? Ah ja. Genau, ja. Wir sind dann, weil die Schranken waren unten. Ja, aber wie dramatisch. Ja. Das heißt, der Zug ist in dieses Auto reingerast. Der Zug ist mit guter Geschwindigkeit ins Auto reingerast. Was habt ihr denn da mit der Frau gemacht? Die stand dann jetzt völlig verwirrt wahrscheinlich neben euch. Wohin mit der Frau? Ja, genau. Und da sind dann sehr viele Büsche gewesen. Also ich komme hier aus dem Richtung Siegen, die Ecke. Und da ist alles sehr ländlich und alles. Und an dem Bahnübergang ist dann alles links und rechts sind Felder gewesen und Büsche, große Bäume. Und wir sind dann einfach nur schnurstracks irgendwie in so einen Busch reingekommen. Ja, mit der Frau. Warum seid ihr nicht direkt zu eurem Auto gegangen? Das ging nicht, weil die Schranken zu waren. Ach so. Genau. Mann, was für eine Geschichte. Seid ihr denn mit der Frau dann hinterher irgendwie ins Krankenhaus gefahren oder so? Ja, wir haben sofort, als der Zug dann, also nachdem der Zug das Auto erwischt hatte, haben wir dann erst überhaupt wegen der Frau auch, weil wir so viel zu tun hatten mit ihr, sowieso, weil wir die erstmal da rausziehen mussten und wissen, wohin und dann haben wir erst die Polizei und Krankenwagen und alles Nötige. Arme, dann seid ihr wirklich Lebensretter von dieser Frau gewesen. Der Zug kam, das heißt, die Frau wäre tot. Genau, also aber davon sind wir auch ausgegangen. Was für ein Wahnsinn, sich so das Leben nehmen zu wollen, in einem Auto sich auf die Schiene zu stellen. Genau, und das, was mir damals schon aufgefallen ist, vor der Situation, sie hatte hinten die Beleuchtung, das war ganz komisch. Sie hatte hinten die Beleuchtung, daher ist es mir ja aufgefallen, diese Kennzeichenbeleuchtung, ja, für das Nummernschild am Auto. Das hatte sie an und die anderen Leuchten von den Rückleuchten und Frontscheinwerfer hatte sie aus. Mhm. Genau. Kam der Zug quasi, ist der Zug ihr hinten reingefahren später? Kam der von der Seite? Vorne. Vorne, ach so. Ja. Vorne, ja. Also, Was deutest du da raus, dass hinten das Licht an war? Ist das ein Zufall oder glaubst du, sie wollte irgendwie ein Signal setzen? Ja, also im Nachhinein, wo ich nachgedacht habe und die ganze Zeit darüber nachgedacht hatte, denke ich mir, die Frau wollte schon das Leben nehmen, mhm, war verzweifelt,
hatte irgendein Problem gehabt, aber wollte es jetzt nicht offenbaren oder jedem erzählen davon und im stillen Heimlichen wollte sie sowas machen. Oder es war ihr peinlich irgendwie, also was heißt peinlich? Ja. Also unangenehm mit anderen Leuten über so ein Problem, was sie hatte, zu sprechen. Also auf jeden Fall hat sie sich bei euch bedankt, das ist ja schon sehr nett und sehr toll. Genau, da kam dann nach Monaten kam dann ein Dankeschön. Naja, immerhin, besser als gar nicht. Ja, natürlich. Wir waren froh, dass das kam. Ne? Ja, Amit, das, tolle Aktion. Ja, also, danke. Respekt und habt ihr gut reagiert, du und dein Onkel. Ja. Danke, dass du es uns erzählt hast. Ja, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Und ein Autogramm, wenn es geht. Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Tschüss.